Ja, hallo, ich grüße euch recht herzlich zu On Air Channel. Heute geht es um dieses schöne, altehrwürdige Stück. Eine Waffe, die vielleicht genauso alt ist wie ich. Scherz beiseite, eine Feinwerkbau 65, eine Matchpistole, die schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Ich bin gespannt, ob die trifft und hält, was sie verspricht. Wenn ihr Bock habt und euch das interessiert, bleibt jetzt dran. Ja, heute diese schöne Feinwerkbaupistole aus den Jahren, wo Made in Germany noch groß geschrieben worden ist und aus Oberndorf ein wirkliches Qualitätsprodukt. Über viele Jahrzehnte mit auch eine bestimmende Pistole, die den Wettkampfalltag bestimmt geprägt hat. Auch heute noch zu sehr guten, hohen Preisen auf dem Gebrauchtmarkt nachgefragt. Ich würde mir heute gern diese Pistole näher anschauen, würde schauen, was sie noch so bringt an Leistung und natürlich das Wichtigste, ob sie genauso gut in die Mitte trifft wie damals, als sie quasi auf den Markt kam. An der Stelle herzlichen Dank, Herbert, dass du mir auch nochmal die zweite Pistole zur Verfügung gestellt hast und ich würde sagen, wir gucken einfach mal, was sie drauf hat. So, jetzt wollte ich euch ganz gerne noch mal so ein bisschen mehr über die Pistole erzählen. Letztendlich haben wir hier einen schönen Oldtimer vorliegen, über den es auch wert ist zu sprechen und den ein bisschen näher uns anzuschauen. Dafür muss ich euch einmal so ein bisschen abkippen, das heißt, dass der Fokus auch auf das Wesentliche gerichtet wird, auf die Pistole natürlich. Ja, jetzt seht ihr hier die Pistole von Feinwerkbau. Die wurde gebaut von 1964 bis 1998. Also das ist gar nicht so weit hergeholt, dass die Pistole älter sein kann als ich. Und ich bin immerhin 45 Lenze alt oder jung. Und die Pistole wurde halt wirklich nach guter deutscher Ingenieurskunst entworfen und verarbeitet. Kommen wir einfach zu den Grunddaten. Die Pistole ist stolze 39 cm lang, hat eine Höhe von 14 cm, hat eine Lauflänge von 19 cm und ist natürlich im klassischen Kaliber von 4,5 mm als Federdruckpistole konstruiert. Das Gewicht liegt bei 1200 Gramm, also ist in Ordnung, schön ordentlich, da hat man was in der Hand. Kimme und Korn sind natürlich voll einstellbar, brauche ich eigentlich gar nicht erwähnen. Das ist eigentlich selbstredend bei einer Matchwaffe. Natürlich auch der Abzug ist voll einstellbar, kann im Druckpunkt etc. eingestellt werden. Da haben wir eine Spanne von 500 bis 1360 Gramm. Genau. Was bei der Pistole auch nochmal erwähnenswert wäre, die hat einen totalen Masseausgleich. Das heißt, wenn ich die Pistole abfeuere, bewegen sich die Bauteile so in der Pistole, dass der Prellschlag sozusagen ausgeglichen wird und entsprechend die nahezu rückschlagsfrei ist. Das Ganze kann man unterbinden, indem man hier vorne, sieht man so ein kleines Löchchen, indem man hier ein Bauteil, ein Schräubchen drauf setzt, dann wird dieses prellschlagsfreie Schießen unterbunden und dann hat man den vollen Prellschlag und das soll halt so ein bisschen die normale Sportpistole simulieren, wer das dann möchte. Ja, was noch zu sehen ist, man sieht hier schön einen Formgriff, der auch für meine Hand natürlich passt, weil der natürlich auch hier voll einstellbar ist. Man sieht, man hat hier genügend Platz, das Teil hier rauf und runter zu senken. Dieser Keil hier ist eher ein zusätzliches Anbauteil, was man angebracht hat, um vielleicht Auflage zu schießen. Entsprechend ist dann natürlich beim Original nur der Teil hier mit der Unterseite des Griffes vorhanden.
Das ist Nussholz und hat in der Variante, wie es hier zu sehen ist, seinerzeit 335 Mark gekostet. Und ja, für eine Pistole bestimmt damals auch schon ein stolzer Preis. Aber dieses Teil ist auch wirklich vollwertig und absolut auch wartungsarm. Denn als Besonderheit fungiert hier zum Beispiel zwischen Kolben und Zylinder ein Metallring, der das Ganze natürlich extrem langlebig macht und ja, nahezu kein Verschleiß vorhanden ist. Was hier auch noch zu erwähnen wäre, wenn man jetzt hier über dem Spannhebel die Waffe spannt, geht hier quasi ein weiterer Arm über so eine, ja, über so eine Zahnreihe. Und wenn man jetzt natürlich den Hebel auf halber Strecke flutschen lassen würde, würde er quasi nicht zurückfedern, sondern würde natürlich die Zahnreihe auf der Position stehen bleiben, wo man sich gerade befindet. Zudem kann auch während des Spannvorgangs die Pistole nicht abgeschlagen werden. Also es ist ein wirklich sinnvoller und ja, starke Sicherheitsaspekte, die hier beachtet worden sind. Genau, und diese gesamten Eigenschaften der Pistole machen die Pistole auch heute noch zu einem gesuchten Gebrauchtobjekt, der durchaus noch weit über 200, 300 Euro liegt. Dadurch, dass die Pistole einfach nahezu unkaputtbar ist und ja, eigentlich ein schönes Optimum bietet von ja, Präzision, Haltbarkeit und natürlich auch die Möglichkeit, sich die Pistole an sich individuell anzupassen. Genau. Ja, von daher kann man sagen, eine wirklich schöne Pistole, die sehr langlebig ist und von ihrem Aufbau her absolut als Matchwaffe geeignet ist. Genau. So, nachdem ich euch so ein bisschen über die Pistole erzählt habe, würde ich sagen, wir gucken mal, was sie so an Leistung hat, beziehungsweise wie sie in der Präzision liegt, ob ich sie soweit ein bisschen ja, ausreizen kann, ob ich das hinbekomme, dass ich da auch was treffe. Kommen wir zur Geschwindigkeitsmessung der Feinwerkbau 65. Der Durchschnittswert liegt bei 133,3 Meter pro Sekunde. Kommen wir zur Joule-Messung der Feinwerkbau 65. Der Durchschnitts-Joule-Wert liegt bei 4,3 Joule. Jetzt kommt die Schallpegelmessung. Die liegt bei 86,5 Dezibel. So, nach den Messungen würde ich euch ganz gerne nochmal zeigen, wie man die Pistole lädt. Und dann würde ich sagen, kommen wir einmal zur Präzisionsmessung. Dafür kippe ich euch mal wieder runter. Ich glaube, so müsste es gehen. Also hier ist so ein Entriegelungsknöpfchen. Das drückt man und kann dann ganz normal den Spannhebel nach hinten ziehen. Dann öffnet sich hier dieses Ladefenster und man hat hier vorne auch ja, die Aufnahme für den Diabolo. Da ist jetzt da drin. Kann man die ganze Geschichte wieder zuklicken. Und die Sache ist schon fertig. Und wenn ich jetzt schieße quasi, dann hat man nach dem Schuss so ein kleines Klick, dann schiebt sich das System wieder in die Ausgangsstellung zurück. So, und das ganze Spiel geht wieder von vorne los. Ist recht simpel, sehr einfach. Und ja, dann schauen wir mal, ob ich damit auch etwas treffe.
Ja, ich möchte noch mal zum Ende dieses kleinen Reviews ein kleines Fazit ziehen zu dieser schönen alten Pistole. Sie ist mir richtig ans Herz gewachsen und ja, vorab möchte ich wirklich sagen, dass es wirklich eine sehr ausgereifte Pistole ist und mir doch sehr gut gefallen hat. Wie immer möchte ich ganz gern ein paar Punkte zum Pro und Contra sagen. Ja, insgesamt hat mir natürlich dieser tolle Griff schon mal gefallen. Ich habe, wer meine Videos kennt, der weiß, dass ich mit den Griffgrößen oder mit den Längen der Griffe so ein bisschen immer hader. Ich habe so eine mittelgroße Hand, das passt nicht immer. Dadurch, dass das hier einstellbar ist, der Griffboden, ist das kein Problem für meine Hand. Das war schon mal super. Ich finde die Pistole auch gut ausbalanciert, das passt perfekt, der Neigungswinkel der Hand ist auch angenehm, das passt alles super. Ich weiß auch, dass es in späteren Modellen hier vorne auch nochmal zusätzliche Gewichte gab, um die ganze Sache nochmal ein bisschen auszutarieren, je nach individuellen Wunsch. Ja, insgesamt finde ich die Pistole sehr ausgereift. Ich hatte es ja schon angedeutet, die ganzen Sicherheitsfeature gefallen mir sehr gut, dass der Spannhebel nicht zurückfedern kann, dass man den Schuss nicht lösen kann während des Spannvorgangs, dass hier im System, sage ich mal, ein Metallring verbaut ist, der quasi kaum Abnutzung hat. Also dass es da, dass die Pistole absolut wartungsarm ist, das ist natürlich super. Ja, wir haben uns die Leistung angeschaut, die lag so um die 4 Joule. Das ist mehr als so herkömmliche Luftpistolen heutzutage haben, abgesehen von der HB45 zum Beispiel, die ja wirklich die volle Leistung ausschöpft. Die meisten Luftpistolen haben ja meistens so um die 2, 3 Joule, was natürlich auch auf so eine, sag ich mal, Zimmerdistanz durchaus ausreichend ist. Die als reinrassige Wettkampfpistole muss natürlich auch genug Energie haben, um das Geschoss sicher auf von 10 Meter oder auf die 10 Meter halt ins Ziel zu bringen. Das hat sie somit, also ist das auch kein Problem. Ihr habt gesehen, ich habe kurz nochmal die Dezibel gemessen, da lagen wir so um die 86 Dezibel. Das ist so ein mittlerer Wert für eine Luftdruckwaffe. Bei mir fangen die meistens so, geht die Skala so von knapp über 80 bis 95 hoch. So sind immer so die Lautstärken, die ich bisher gemessen habe. Also von daher ist sie eigentlich relativ angenehm. Angenehm ist auch diese Prellschlagfreiheit, dass sie also kaum Rückschlag hat. Das ist natürlich auch super angenehm. Also man kämpft quasi nicht mit ihr, sondern sie lässt geschehen. Man muss natürlich auch wissen, wie man sie zu nehmen hat. Das ist natürlich eine Sache, die man im Training mit ihr ausmachen muss. Mir ist es jetzt nicht ganz oder nicht immer gelungen, mit den paar Schuss, die ich gemacht habe, dahin zu treffen, wo ich wollte. Mal hat es gut geklappt, mal nicht. Aber so ist das halt. Auch das muss geübt werden. Von daher ist es auf jeden Fall auch ein präzises Sportgerät. Genau. Insgesamt zu den Kontrapunkten könnte ich nur sagen, ja, wie gesagt, man muss halt trainieren und wissen, wie ihre Eigenheiten sind. Dann kommen durchaus auch schöne Schussergebnisse zustande. Das war ja sowas, wo ich sagte, das ist durchaus machbar, aber es gibt halt auch immer wieder Ausreißer, aber das ist wahrscheinlich auch dem mangelnden Training geschuldet. Ich kenne die Waffe halt nicht genau, ist halt nicht meine. Ich habe aber durchaus auch mal einen schönen Einzeltreffer im ersten Schuss gelandet. Den verwahre ich mir natürlich und lege mir den zur Seite. Ja, was ist noch als Kontrapunkt vielleicht zu erwähnen? Natürlich der Preis, das sind natürlich teure Gebrauchte. Die sind natürlich rar, wer sie hat, kann sich glücklich schätzen. Und ja, ich denke mal, der Preis von 200-300 Euro, wer das anlegt, kann sich sicher sein, erhält dafür auch eine Top-Match-Pistole, die auch, wovon er halt auch lange, lange Zeit was von hat. Und von daher, denke ich mal, ist es auch gerechtfertigt. Ja, ich mag mich kaum davon trennen, ist wirklich eine schöne Sache, mal was ganz anderes als HW40, die ja da nochmal ganz anders unterwegs ist und wirklich als Blinkwaffe bekannt ist, ist es wirklich mal ein schöner Kontrast, so mit so einer Matchwaffe umgehen zu können.
Und ja, wie gesagt, es ist eine tolle Erfahrung gewesen. Und vielleicht weiß auch der ein oder andere ja von euch noch etwas darüber in den Kommentaren zu erwähnen, hat vielleicht die Waffe selber und kann vielleicht den einen oder anderen Trick nochmal erläutern, wie man damit besser schießt. Ja, beim nächsten Mal mit Sicherheit wieder etwas Neueres, denke ich, an Schusswaffen. Lasst euch einfach überraschen. Wir sehen uns. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.